Der Bewerbungsprozess ist ziemlich schnell und unkompliziert verlaufen. Ich habe meine Bewerbung schriftlich abgegeben in der Personalabteilung. Beim Bewerbungsgespräch selbst wurde dann gleich ein Termin zum Probearbeiten festgelegt. Das war dann gleich der nächste Tag. Und in der Woche drauf ist es dann festgestanden, dass ich dann beginnen kann. Zu den Niederösterreichbahnen und zur Waldviertelbahn bin ich eher zufällig gekommen über einen Bekannten, der eben schon auf der Dienststelle in Gmünd gearbeitet hat. Habe erfahren, dass der Posten als Schaffner frei wird. Ich habe mich natürlich vorbereitet, dass ich mich über das Unternehmen vorher informiert habe im Internet und auf sämtlichen Kanälen natürlich. Also was extrem präsent ist und für jeden zugänglich ist Facebook, da kann man sich schon gut informieren und halt auch online dann über die dementsprechenden Websites kann man sich da ausreichend informieren und im schlimmsten Fall halt das Infocenter anrufen. Für eine Bewerbung würde ich als wichtig erachten, dass man einfach Interesse an der Materie hat, dass man mit Menschen ein bisschen umgehen kann, wäre hilfreich. Natürlich auch, dass man ein bisschen einen Hausverstand hat. Also was einmal Voraussetzung ist, ist draus zu arbeiten, wollen. Es ist halt manchmal schön, ist manchmal schlecht, manchmal irgendwas zwischendrin, aber die Anlage steht im Freien, also gibt es noch Arbeiten im Freien, das ist halt so. Und er muss seine Arbeit gern machen. Er muss ein bisschen teamfähig sein, das war nicht schlecht. Man darf nicht schüchtern sein natürlich bei den Leuten am Telefon, man muss kommunikativ sein und natürlich auch Einfühlungsvermögen gegenüber den Kunden gehört auf jeden Fall dazu. Um bei den Niederösterreichbahnen einzusteigen, muss man nicht unbedingt die Eisenbahnmatura haben. Ein gewisses Interesse für die Eisenbahn ist mit Sicherheit hilfreich, aber auch als Quereinsteiger wird man sehr gut abgeholt und in seinem Bereich, der einen interessiert oder für den man vorgesehen ist, ausgebildet.